Tschabatko? Ja, Troppelmann. Ich ruf an wegen die Mülltrennung. Wegen Mülltrennung? Hä? Ja. Ich guck mal so an und ab in Mülltonnen, um zu gucken, ob die Bürger den Müll trennen nach DIN A5, also nach die Landesverordnung über Mülltrennung. Ja, Worum geht's da? jedenfalls habe ich gesehen, dass sie nicht so, also was in eine gelbe Tonne soll, zum Beispiel in die graue werfen tun. Das finde ich einfach nicht gut. Verzeihung. Und da Danke, rufen Sie mich Richard. jetzt um 8:30 an? Ja. Und das auf dem Feiertag auch noch? Ja. Ja. Ihre Nachbarn machen das auch nicht richtig. Ja, ich werde ja wohl meinen Sack, wo ich meinen Restmüll rein habe, den werde ich ja wohl nicht ausleeren und dann in eine Tonne kippen. Dann lasse ich natürlich in dem Sack drinne. Doch. Ja, Sie können das ja machen, aber ich mache das nicht. Ja, auch Ihre Briefe gehören übrigens in die andere Tonne. Meine Briefe? Ja. Also meine Briefe habe ich, wenn, im Altpapier und nicht in eine Tonne. Nein. Ja. Die Bundeskanzlerin sagt, wenn alle richtig Müll trennen, dann brauchen wir keine Mülltonnen mehr. Deswegen gehören auch meine Briefe im Altpapier und nicht in eine Tonne. Wieso sagen Sie dann? Also irgendwie. Nein. Ich glaube, Sie wollen mich verarschen, kann das sein? Was? Ja. Verzeihung. Danke, wird schon.